So, jetzt sind wir hier in unserem 45 Mercedes Spezial Roadster unterwegs. Die ersten paar Minuten sind wir gefahren, also der läuft erste Klasse auch technisch. Wir sind ja gestern gefahren, Mercedes 680, der technisch auch toll war. Aber das ist ein Riesensprung in den 10 Jahren, das waren ja erstmal 20er Jahre der 680 mit seinen 6 Zylindern, wobei da diese gewaltige Maschine am Laufen war. Jetzt haben wir hier einen 8-Zylinder. Denn die Mercedes der 30er Jahre wurden ja ab 1934 mit 8 Zylindern ausgeliefert. Und das ging dann bis 1940, 41. Dann begann der Krieg und dann hat das aufgehört mit dem Autoproduzieren. Aber das hier ist praktisch die große Klasse von Mercedes gewesen. Da sind ungefähr 400 Fahrgestelle von gebaut worden, also als 540B, als 540C und als 540A Cabrio. Dann gab es einen Tourenwagen, dann gab es die Innenlenkerbusine mit 2 Türen, die Lenkung innen praktisch als Coupé, kann man sagen, gab es ein paar ganz spezielle Ausfertigungen, die wir auch schon mal da hatten. Und dann gab es halt einen Spezialroadster neben dem Autobahnkurier natürlich, was ein ganz seltenes Auto war. Und dann halt eben diesen wahnsinnigen Mercedes Spezialroadster. Ich glaube, das ist mittlerweile so ziemlich das legendärste Auto, was Mercedes überhaupt gebaut hat. Er hat die schönste Form. Es gibt die meisten Spielzeugauto-Nachbildungen davon, weil der Wagen einfach fantastisch aussieht. Und das muss ich hier also auch wirklich bestätigen. Mercedes Spezialroadster ist einmalig. Man hat übrigens eine wunderschöne Sitzposition hier drin. Auto hat ein synchronisiertes Vierganggetriebe. Es gab ab 1939 den Wagen auch mit Fünfgangschaltung, also mit Fünfganggetriebe. Er hat hier eine schöne Mittelschaltung. Der Motor zieht toll durch. Der hat mit 5,4 Litern Hubraum 115 PS. Und wenn man den Kompressor tritt, das machen wir nachher mal, dann hat er sagenhafte 180 PS und ist damit auch wirklich 180 Stundenkilometer schnell gewesen. Es gab ja Mitte, Ende der 30er Jahre die ersten Bundesautobahnen, die damals gebaut wurden in Deutschland. Das waren riesige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und die ersten Autobahnen waren ja im Vergleich zu heute verhältnismäßig leer. Beton, man konnte herrlich geradeaus fahren. Und es gab nur ganz wenige gesegnete Herrschaften, die viel Geld hatten, die sich sowas überhaupt leisten konnten. Das ist ein Auto der Ufa-Stars gewesen. Das ist ein Auto gewesen, damals übrigens auch Hermann Göring hatte auch einen. Das war die blaue Gans. Die war blau-metallig, war gepanzert, weil er Sorge hatte, dass er irgendwie erschossen werden konnte, also aus Sicherheitsgründen. Und es gab von diesen 29, Warner Brothers in den USA hatten so einen Wagen, Clark Gable hatte so einen Wagen. Also die Liste der Eigentümer, ist schon absolut legendär. Es ist halt eben ein wahnsinnig tolles Automobil. Und hinzu kommt bei unserem Auto hier, dass der absolut perfekt restauriert wurde. Man kann es nicht besser machen, und zwar en Detail. En Detail deshalb, weil neben dem Auto bei der Restaurierung ein originaler 540 Spezialroadster direkt daneben stand. Die Leute, die das hier gemacht haben, die kenne ich. Das ist ein deutscher Spitzenbetrieb. Die gehören in der Kompressorszene zu den besten Leuten überhaupt. Die wissen, was sie tun. Das übrigens seit Jahrzehnten. Und die haben dann diesen Wagen, der ja mal als 540B Cabrio zur Welt gekommen ist, mit dieser Karosse versehen. Und die ist en Detail 1:1 dem originalen Auto wieder aufgebaut, wie er praktisch daneben stand. Das heißt hier, wir haben eine original baugleiche Maschine aus dem Baujahr 37, 38. Wir haben den Originalrahmen, der identisch ist mit dem 540B. Das waren alle die gleichen Rahmen. Und das hat dann damals in der teuersten Version 28.000 Reichsmark gekostet. Und 28.000 Reichsmark, das war eine ganze Menge Geld, das kann ich euch sagen. Damals hat ein normaler Arbeiter 2.000 Reichsmark verdient. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange man überhaupt arbeiten musste, bis man sich sowas leisten konnte. Oh, er fährt schön. Er verschluckt sich nicht, gar nichts. Auch die Technik ist in diesem Spezialbetrieb gemacht worden. Er schaltet sich erstklassig. Ich glaube, das könnt ihr sehen und merken. Und wenn ich mir die Qualität hier... Das ist übrigens eine Permut-Nachbildung. Das war damals teurer als das originale Permut. Das war damals völlig neu an den Markt gekommen. Und wie toll das aussieht und dem Wagen passt, könnt ihr, glaube ich, sehen hier oben. Damals war es ja schick zu rauchen. Hier ist aber nie geraucht worden in dem Auto. Hier oben ist der sehr mondäne, große, verchromte Aschenbecher. Da haben wir
Rückspiegel. Dann haben wir hier rahmenlose Scheiben, was natürlich total sexy aussieht bei dem Auto. Hier den dicken Chromrahmen, der sich vorne auf der Haube vorzieht bis zum großen originalen Stern. Dann sieht man von hinten die herrlichen Lampen vorne verchromt. Also das Auto ist einfach eine Wucht. Also muss ich wirklich sagen. Also hier vorne ist der Drehzahlmesser bei dem Auto. Ist natürlich, die Instrumente sind alle revidiert. Der Wagen ist in jedem Detail neuwertig. Dann hat er hier vorne Benzinanzeige. So ein Auto verbraucht ungefähr 20 bis 28 Liter. Also ich sag mal, sparsam ist so ein Wagen natürlich nicht, aber darauf kam es dann damals so einfach nicht an. Wer so ein Auto gefahren hat, der hat ihn gefahren, weil er ihn sich leisten konnte. Es ist immer noch mal ein Unterschied, ob man was bezahlen kann oder ob man sich das auch leisten kann. Aber die Leute, die so einen Wagen hatten, die konnten sich den auch wirklich leisten. Ja, und dann haben wir hier rechts einen Tachometer, der dreht andersrum, als das heutzutage üblich ist. Geht bis 200 und der Wagen ist tatsächlich 180 Stundenkilometer schnell gewesen. Was natürlich eine gewaltige Geschwindigkeit ist. Was dann sehr nett gemacht ist, das sind die Schubfächer hier vorne. Schaut mal hier rein. Total schön, das hat er eins rechts und eins links hier vorne. So, und wenn ich das richtig sehe, dann haben wir hier vorne die silbernen Rädchen. Da kann man die Scheibe nach vorne, wenn man daran kurbelt, geht die nach vorne aufzustellen. Nee, das sind die Lüftungsklappen vorne, falsch. Wenn es warm wird, das könnt ihr vielleicht sehen, da gehen gerade die Lüftungsklappen vorne auf. Früher so beim BMW 327 war das dann auch so, dass die Scheibe sich dann nach vorne aufstellte. Hat man hier anders gelöst, da sind das die Klappen. Aber schaut euch das mal an, also selbst die Haltegriffe sind aus Chrom. Also das ist so edel und aufwendig gemacht. Ich glaube kaum, dass es ein Fahrzeug gibt, was edler und feiner in der Ausarbeitung, in den Details war, als ein Mercedes Spezialroadster. Also ein irres Auto, übrigens sein Vorgänger war der 500k Spezialroadster. Den haben wir so vor einem halben Jahr gefilmt ungefähr, oder vor 3-4 Monaten in Weinrot. Das war der Film an der Côte d'Azur. Man merkt, dass hier ein bisschen mehr Platz drin ist. Man merkt auch, dass die Maschine mehr Drehmoment hat. Und das Thema mit dem Kompressor, da dreht man mal nachher drauf. Aber laufen tut er wirklich klasse. Er hat auch einen tollen Sound. Das ist natürlich hier die Wucht in Tüten, so einen Wagen zu fahren. Bei dem Wetter in der oberbayerischen Landschaft ist einfach eine absolute Show. Mercedes 540K Spezialroadster. K steht übrigens für Kompressor. Der hat eine zusätzliche Leistung von 70 PS gebracht. Ja, und dadurch, dass hier Getriebe, Achsen, das ist alles erneuert worden, Federung, das merkt man einfach. Der fährt sich wirklich wie ein neues Auto. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut der fährt und wie handlich der auch ist. Und der Wagen ist doch ziemlich schwer, der hat ja eine riesige 8-Zylinder-Reihenmaschine vorne drin. Aber das merkt man gar nicht. Also wenn man den nicht gerade einparken muss, fährt er ganz elegant, ganz locker hier hoch. Die Maschine hat genügend Kraft aus ihren 5,4 Litern Hubraum, den Wagen auch gut anzuschieben. Also man ist definitiv kein Verkehrshindernis. Immerhin sind wir hier gerade in den Alpen, also hier am Alpaufstieg, am Alpenfuß, wo es also doch nach oben geht. Aber er läuft ganz toll hier hoch. Und es ist natürlich fantastisch, wenn man hier nach vorne guckt. Man sieht diesen großen Stern, diese gerade langgezogene Haube. Es ist ein gewaltiges Auto und ich muss gestehen, also dem hätte ich Lust öfter mal zu fahren. Das macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, den kann man ja auf der Autobahn richtig fix bewegen. Dann dieses große Lenkrad in Schwarz in dem Falle, gab es auch öfter in Weiß. Finde ich aber gut gewählt, und was mir noch gut gefällt, das ist ja nicht nur das schwarze originale Lenkrad, sondern auch diese grüne Lederausstattung zur schwarzen Außenfarbe ist äußerst geschmackvoll gewählt. Das ist sehr selten sowas. Viele sind ja auch rot, das ist Geschmackssache. Ich finde, da knallt der Wagen ein bisschen zu sehr. Aber so in Schwarz oder in Weinrot. Es gibt auch ab und zu mal Autos in Elfenbein. Wunderschön, wunderschöne Autos. Und wenn dann noch alles in dem perfekten Zustand ist, wie bei unserem Spezialroadster, ist das eine helle Freude, so einen Wagen zu bewegen. Also das ist sicherlich wieder einer meiner automobilen Highlights, das Auto zu fahren, kann ich nicht anders sagen. Der läuft toll. Ich habe das Gefühl, dass der nicht kaputt geht. Der fährt gut. Man merkt, dass das alles in Ordnung ist. Das funktioniert alles. Und die Leute, die den Wagen restauriert haben, die gibt es noch. Also derjenige, der den Wagen nachher kauft über uns,
der kann sich immer, der bekommt von uns die Adressen. Wir können die Verbindung herstellen zu den Leuten, die sie restauriert haben, diesen Wagen hier. Und das ist natürlich toll. Also die freuen sich dann auch so, Leute sind ja meistens dann auch schon ein bisschen älter, wenn sie so den Weg eines solchen tollen Wagens verfolgen können. Das ist einfach die Ikone. Das Auto ist eine Ikone, ist ein absolutes Highlight. Und das geht sicherlich weltweit. Und weil der gerade so toll restauriert wurde, hat er natürlich auch auf Konkursveranstaltungen zahlreiche Preise gewonnen. Und sag mal, so ein 540er ist immer ein absolutes Highlight. Maschine läuft auch toll, ne? Läuft astrein die Maschine. Seidenweich. Seidenweicher Motorlauf. Also da hat jemand wirklich eine Meisterarbeit abgelegt. Das haben hier Leute gebaut, die wirklich wissen, wie es geht. Das ist wichtig, wenn man sich so ein teures Auto kauft, muss man genau wissen, wer damit zu tun hatte. Das muss jemand gemacht haben, der sich wirklich auskennt. Der wenigstens Meister ist, der damit schon viele, viele Fahrzeuge auch gemacht hat. Und vor allen Dingen, die spezialisiert sind auf das Modell hier. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Denn wenn hier was kaputt geht, ist es ziemlich teuer. Das kostet immer gleich sechsstellig. Muss man wissen. Ja, jetzt wollen wir euch mal dieses wirklich außergewöhnliche Automobil zeigen. Also einmal geht das los. Er hat die Reserveräder hinten. Die späteren Modelle waren ein bisschen höher und da gab es dann die Reserveräder vorne, rechts und links. Die haben nicht mehr so schön ausgesehen. Das Tollste war halt eben dieses langgezogene irre Heck hier. Hier Rückfahrleuchten, dann diese wahnsinnig schön gestalteten Stoßstangen. Schaut euch die mal an. So wie so eine Feder. Also die haben auch wirklich was ausgehalten, diese Stoßstangen. Die waren auch nicht sofort kaputt, wie das heute oft bei Plastik ist. Schaut euch das mal an. Die haben auch gute Stöße abhalten können. Dann hier der breite Auspuff. Das breite Auspuffrohr war relativ rechteckig. Waren ja auch 8 Zylinder, die da rauskamen. Das hier sind übrigens die Tritte. Es gibt hinten im Spezialroadster einen Schwiegermuttersitz. Da ist man dann da aufgestiegen und da gab es diesen Schlüssel dafür. Wenn ich den jetzt also rumdrehe, da reinstecke. So, das muss man mir natürlich sagen. Dann geht das natürlich nicht. Also normal. Das ist also der Schlüssel für einen Schwiegermuttersitz. Tun wir den mal hier rein. Man nennt das Schwiegermuttersitz, aber eigentlich ist das gewesen für eine dritte Person. So, schaut euch das mal an. Herrlich Beinplatz, es geht bis unter die Vordersitze. Also ist toll gemacht. Man hat hier fast mehr Platz, als wenn man vorne sitzt. Kann natürlich von hinten toll über das gesamte Auto gucken. Man konnte also hiermit auf jeden Fall jemanden mitnehmen. Platz war da genug. Das ist der sogenannte zurückversetzte Kühler. Könnt ihr sehen, hier 30 cm nach hinten. Das heißt, auch der ganze Motor ist weiter zurückversetzt. Deswegen sieht er so irre imposant aus mit diesen wahnsinnig schön gestalteten Kotflügeln. Und ihr könnt hier vorne diese Sicke sehen. Das ist das Besondere an den Spezialroadster-Kotflügeln. Die ist dann auch unterstrichen durch die Chromleiste hier an der Seite. Also es gab nicht nur das so, dass das hier so eingeschnitten war. Es lief dann hier so weiter. Ja, und all das macht diesen unglaublich eleganten Schwung aus. In Kombination mit den schief angestellten Scheiben, die weit zurückneigen. Also sportlicher und eleganter, sage ich mal, kann man das, glaube ich, kaum bringen bei so einem Auto. Und dann hier vorne die riesigen Bosch-Lampen, kann man auch schön sehen. Hier vorne die Bosch-Stempelchen drin, Bosch Germany. Bosch Germany war damals einfach ein Begriff. Und hier vorne links und rechts sind, was sind das Blinker oder Positionsleuchten? Die Blinker hat er doch an der Seite, ne? Nee, Positionsleuchten, sagen wir mal. Blinker sind hier vorne. Die waren damals in der Karosserie eingelassen. Und ein 540er erkennt man auch hier an diesen drei Lüftungsrippen beziehungsweise hier an den beiden Auspuffkrümmern, die hier rauskommen aus der Seite. Ja, dann also nur ein kleines Beispiel für ein wirklich elegant designtes Auto, dieser wunderschöne Türgriff. Schaut euch das mal an hier. Welche Mühe man sich gegeben hat, in Chrom so einen Türgriff zu bauen.
wie elegant das war. Und das macht am Ende die ganze Linie des Autos aus. Ob das hier vorne ist, schaut euch mal den Fensterrahmen an, wie schön der designt ist. Wie toll das gemacht ist mit der Nase hier vorne. Die läuft dann weiter im Scharnier bis vorne zum Stern. Also ich sag mal, ein schöneres Auto von der Eleganz her ist mir wirklich nicht bekannt. Das war das Auto der Reichen und Schönen in den 30er Jahren, bis dann 1939 im September der Zweite Weltkrieg losging. Da haben die Leute plötzlich andere Sorgen gehabt. Viele haben dann ihren Spezialrutscher versteckt. Da gab es auch Prozesse und ich weiß nicht was. Da haben die Amis den mitgenommen oder die Russen. Also so ein Auto zu besitzen ist was Außergewöhnliches und die werden immer ihren Wert behalten. Man darf nicht vergessen, es sind nur 400 Fahrgestelle gebaut. Also mehr als 400 dieses Modells 45 kann es nicht geben. Und das, was hier unten drunter ist, Motor und Chassis sind original. Und die Qualität hier entspricht 1:1 einem völlig originalen Spezialroadster. Und der liegt heute zwischen 12 und 15 Millionen Euro. Und ich denke, die Preise gehen weiter hoch und solche Autos werden noch viel, viel teurer werden. Worüber wir hier reden, das machen wir persönlich. Das ist ja was für eine Sammlung oder für jemanden, der einfach sagt, das möchte ich mir einfach leisten, das möchte ich mir kredenzen, das ist einfach ein tolles Auto. Übrigens hier, die Türen gehen nach vorne auf. Das geht dann so. Und hier sind die beiden ganz, ganz dicken Scharniere, also Türen klappern nicht, wackeln nicht. Schaut euch das mal an, wie massiv Mercedes damals gearbeitet hat. Das auch alles außer voll mit Chrom von vorne bis hinten. Und hier also wirklich massiv in der Karossefarbe, hier entsprechend befestigt. Das ist übrigens ein Holzrahmen. Das heißt, das Metall ist auf die Karosserie draufgebaut worden. Ist ein Holzrahmen, der bei hier eben gelagerte Esche nimmt man da, wirklich vorhanden ist und im Top-Zustand, weil das ist alles die letzten 10 Jahre komplett restauriert worden. Ja, nochmal ganz kurz was zur Türverkleidung auch hier. Schaut euch mal an, das ist Chrom, ja, das ist massiv. Auch die Kurbeln absolut massiv, der Griff zum Öffnen der Tür. Hier vorne die Seitentaschen, hier die Armauflage, wunderschönes grünes Leder, alles Ganzleder. Also das ist wirklich ein Wagen der Extraklasse. Also ich glaube, dass das hier einer der exklusivsten und schönsten Fahrzeuge ist, die die Welt je gesehen hat. 29 sind leider nur gebaut worden, weil 28.000 Reichsmark war einfach damals sehr viel Geld. Und es ist ja genau genommen nur ein zweisitziger Roadster. Also für eine Familie ist das natürlich nichts, aber das zu besitzen und das sein eigen nennen zu können, das ist natürlich Wahnsinn. Also so ein Auto fasziniert mich total. Schöner geht es nicht. Wenn man das vergleicht mit den heute schönsten Autos, da sind Welten dazwischen. Und wir sehen uns also mit unserem Kanal auch ein bisschen so, dass wir das der Nachwelt zeigen wollen, was wir in Deutschland alle schon gebaut haben. Ich glaube, viele junge Leute wissen das gar nicht. Schaut euch das mal an, was das ein Design ist, was man für eine Freude hat, so ein Auto zu betrachten und damit erst zu fahren. Das war jetzt mal der getretene Kompressor. Also da rauscht er ganz schön los. Das merkt man wirklich. Funktioniert alles. Schlagartig geht der Kompressor los. Tolle Erfindung. Gab es ja zum ersten Mal ab 1927, 28 diese Kompressoren. Vorher gab es das überhaupt nicht. Also das bringt richtig was. 180 PS merkt man. Das ist schön. Soll ich noch mal treten? Das war der Kompressor eben noch mal.
wieder mal so ein Highlight von Cargold. Man kann wirklich sagen, das ist absolute Cargold-Qualität. Besser kann man so ein Auto nicht restaurieren. Wir haben jetzt die gesamte Technik probiert. Der Kompressor schlägt sofort an, der bringt richtig Leistung. Die Maschine fährt toll, das Auto scheppert nicht oder rappelt nicht. Fahrwerk ist super, Federung ist in Ordnung. Die gesamte Lackqualität ist wie bei einem Klavierlack. Der gesamte Chrom, den kann man nicht besser machen. Die ganzen Details hier vorne, die Instrumentierung, das ist alles wirklich in einem sensationell tollen Zustand. Also sehr viel besser kann Mercedes Spezialroadster nicht sein. Und da die Autos ja 80, 90 Jahre alt sind, na gut, wenn man einen ganz originalen hat, das mag das Highlight überhaupt sein, das ist dann die blaue Mauritius. Aber das Material kann nach 80, 90 Jahren nicht mehr die Qualität haben wie hier. Und dadurch, dass das hier Spezialisten wieder zusammengebaut haben, also die haben ihre Arbeit wirklich toll gemacht, chapeau. Ganz tolles Auto, er fährt sich gut. Und was mich persönlich überrascht, auch ganz gemütlich, man sitzt toll drin. Das ist toll um einen herumgebaut hier. Die Lenkung geht gut. Es macht Spaß, ihn zu fahren. Er ist auch sehr übersichtlich, weil man links und rechts vorne die Ecken der Kotflügel gut erkennen kann. Der tolle große Sterne, originale, richtige Sterne in der Mitte. Also faszinierendes Auto. Und was ich auch gut finde, sind die Bremsen. Das hätte ich nicht erwartet. Man tritt drauf, der zieht nicht nach links oder rechts. Der bremst auch wirklich, der macht auch das, was er tun soll. Das ist bei unseren Probefahrten längst nicht immer der Fall. Also das ist ein total toller Wagen. Ihr seht ja, dass ich begeistert bin. Wir sind jetzt ungefähr 30 Kilometer gefahren. Mit dem Auto kann man auch ohne Probleme 500 fahren. Der hat einen 120 Liter Tank ungefähr. Gut, ich meine, die Spritrechnungen fallen ein bisschen höher aus, aber mein Gott. Das Auto fährt man nicht jeden Tag zum Brötchen holen, nimmt man den glaube ich auch nicht. Also zum Fahren ist das Auto fantastisch. Das ist ja auch ein Kunstwerk. Ich glaube, solche Autos entwickeln sich immer mehr Richtung Kunst. Das ist auch dieses Design, das ist gelebte Zeitgeschichte und vor allen Dingen Freiheit. So, jetzt haben wir noch 1000 Meter, da sind wir in Beuerberg. Und was wir euch jetzt noch zeigen, ist diese tolle Maschine vorne, die uns die 30 Kilometer exzellent bewegt hat. 8-Zylinder-Reihe, 5,4 Liter hat es gegeben ab 1936 bis 1939. War damals von Mercedes das beste Triebwerk. Und zu der Zeit gab es ja auch von Horch die 5-Liter-Maschine. Nur die haben es leider versäumt, einen Kompressor zu entwickeln. Das war zwar in der Planung, aber ist durch den Kriegsbeginn nachher nicht mehr umgesetzt worden. Und das macht es aus. Wir haben es ja eben gesehen, wenn man hier einen Kompressor zieht, da kommt richtig was. Es fehlt beim Horch, obwohl die Horch natürlich auch wirklich tolle Autos sind, von einer wunderschönen Form. Ja, da ist Beuerberg, schöner großer Bogen. Er hat übrigens 12 Meter Wendekreis, aber das kann man einigermaßen gut machen. Und jetzt zeigen wir euch noch mal kurz den Motor. Wie diese Maschine aussieht, die das tolle Fahrzeug hier bewegt. So, hier vorne rausziehen, dann geht er raus. Aus ist er. So. Da sind links und rechts die Chromhebel zum Öffnen. Man muss natürlich aufpassen mit den Krümmern. Die sind nämlich ziemlich heiß, jetzt wo wir gefahren sind. Jetzt wird diese schwere große Haube nach vorne geklappt. Hier muss man ihn drauf machen, so dass nichts passiert. Ja. Da vorne Rußgebläse, das ist der Kompressor. Ja, steht. Rußgebläse, Kompressor da vorne, ein Riesengerät. Schaut mal da. Das hat uns eben gerade bewegt. Das heult auch so, wenn man da drauf tritt. Da vorne haben wir die 8-Zylinder-Maschine, steht Mercedes-Benz oben drauf. Also wirklich ein gewaltiger Motorblock mit 5,4 Litern, leistet 180 PS und soll 180 Stundenkilometer schnell laufen. Also ich glaube 160 traue ich mir zu mit dem Auto, mehr weiß ich nicht. Er hat ja Speichen, Chromspeichen übrigens auch exzellent gemacht. Ja, also das ist sicherlich eine ganz außergewöhnliche Probefahrt gewesen. Für euch sicherlich was ganz Besonderes. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Bis zu meinem nächsten Film. Ich hatte es eben echt, also ist natürlich auch anstrengend, das hört ihr mir auch an, aber hat einen riesen Spaß gemacht. Alles Gute, bis demnächst. Euer Stefan und ciao.